sind wir direkt vor einer Hood, eines Hoodboys. Ja, es scheint so, als wenn Gordon irgendwelchen Hoodboys das Weed gestohlen hätte. Ist er tot? Wäre so logisch. Warum ist er nicht tot? Egal, machen wir es anders. Wehe, da lebt einer. Wehe. Okay, der trifft mich nicht. Doch, er trifft mich. Es sieht so aus, wie gesagt, Gordon hat das Weed gestohlen, hat ein Fett reingezogen mit seiner Freundin, der Alex, oder wie die da heißt, der Ajax Alex. Okay, hier kriegen sie mich nicht, hier bin ich in der sicheren Zone. Kann man fast sagen. Okay, das ist mir scheißegal. Weh, der, hoffentlich kann er sich jetzt nicht umdrehen. Ja. Er kann ja auch kein Glasfenster zerschießen, das kann er einfach nicht. F6. Weh, da kommen jetzt irgendwelche Barnabys. Und Crabs und noch andere Zombies. Es hört sich für mich so an, als wenn diese, die ich nicht mag, kommen würden. Ja, ich habe gedacht, es wären Freunde, aber nein, es sind natürlich keine Freunde. Warum? Warum? Das kotzt mich so an. Mir steht das Wasser bis hier oben. Okay, diesmal lass mich nicht verarschen von irgendwelchen Gangstern hier. Wir machen erst den Teil, der ist viel schlimmer als dieser andere. Okay, wir warten. Okay. Gar nicht gut. Kaboom. Hat er sich jetzt selbst erledigt. Okay, ich wechsle zu dieser... Okay, da hinten hatte ich, glaube ich, noch irgendwelches Munitionszeug liegen. Danke, und auch noch Leben. Genial. F6. F6 ist mein bester Freund. Es brennt die Hood. Oh, geil. Ich habe eine Waffe von den Combines. Die Combines haben mir eine Waffe geschenkt. Geil. Leute, wir sind gerettet. Bruce würde sagen, wir haben eine sehr gute Ausgangsposition. Standardausrüstung für Sicherheitskräfte, Impulsgewehr. Ach nee, ich komme hier nicht durch, es brennt. Sketto brennt. Komm nicht hoch, oder doch? Kommt er hoch? Okay, jetzt sieht es langsam vielleicht ein bisschen mehr wie ein Highway aus, oder immer noch nicht? Wow, die Vögel fliegen. Das denke ich ein Verdienst des Cinematic Modes. Wo ist er? Okay, jetzt kommen Feinde in lebender Form. Oh, oh, oh. Ich mag die Feinde in zombialer Form lieber. Nein, nein, nein. Okay, wir machen es jetzt auf die ganz konventionelle Counter-Strike-Art. Einfach Dauerfeuer draufhauen. So mache ich es auch immer bei CSS. Deswegen bin ich auch ein sehr guter Spieler. Not. Okay. Jetzt haben wir uns ein paar Feinde ausgeschaltet. Wo geht's weiter? Okay, noch mehr von diesen Viechern. Jetzt sind wahrscheinlich wieder Zombies dabei. Die Zombies vermisse ich jetzt richtig. Ich vermisse Ravenhorn. Komm, wir verarschen die Typen jetzt. Boom. Wie es funktioniert hat. Die Typen sind so strohdumm, ey. Ich hab keine... Doch, ich hab noch Munition, okay. Die kriegt man hier zur Genüge. Vor diesen kühlen Typen. Kühl, ja, sie sind kühl, weil sie cool sind. Cool ist ja nur kühl. Noch mehr kühle Typen. Gleich. Moan. Er stöhnt. Oh Gott, Wehmann. Moan. Oh Gott, ey. War das jetzt ein guter? Okay. Ja klar, es ist eine Rakete. Woher soll ich das wissen? Ich hab gedacht, es wäre eine Granate. Who's hurt? Winston ist verletzt. Das sind Menschen. Die dürfte ich. Ja, ich hab Freunde. Ja, ich bin unbelievable. Ich spiele Gordon, ne? Er hat gerade gesagt,
nachkommen, er stöhnt. Schöne Musik im Hintergrund. Es fehlt nur noch eine sich räkelnde Frau. Dann wäre das hier ein Porno. Oh ja, komm, stöhn weiter und ich geh, mach gleich aus. Oh Mann, ey. Die Tür kriege ich natürlich nicht auf, das können nur große Gangster hier. Und ich habe Gordon Freeman. Oh, jetzt fühlt er sich. Dr. Freeman, ehrlich? Ich habe mit Alex gesprochen. Das ist die Frau, die sich gleich räkelt. Und da ist noch eine, die sich räkelt. Hier drüben, Dr. Freeman. Eli Vance ist für die Befreiung unverzichtbar. Sie stöhnen, sie räkeln. Wie er sich fühlt, Alter. Ich habe Gordon Freeman bei mir. Du warst echt in Ravenholm? Glück gehabt. Ich brauche deine Hilfe. Sie haben meinen Vater. Er ist jetzt in Nova Prospect. Die Vortigons haben das Schiff verfolgt, das ihn und Dr. Mossman entführte. Solange die Züge fahren, fahre ich damit. Und jetzt zu dir, Gordon. Ich möchte, dass du die Küste entlang fährst, bis nach Nova Prospect. Das war mal ein hochsicheres Gefängnis. Jetzt ist es etwas viel Schlimmeres. Aber man kommt sicher immer noch leichter rein als raus. Er soll die Küstenstraße nehmen? Zu Fuß kommt er dann nie an. Die Ameisenlöwen schlüpfen jetzt. Was ist das? Ich mich, Leon. Hast du noch den Scoutwagen, den wir letzten Sommer dort ließen? Geil, ich krieg ein Auto. Der mit der Taukanone bestückt ist. Jawohl, gute Idee. So moan geil immer. Moan, moan, Noriko, moan. Bring den Buggy sofort zum Dock. Gordon Freeman wird ihn fahren. Stöhnen. Ja, ich hab noch einen Munitionsbehälter angebracht. Gutes Timing. Okay, Alex, wir sind bereit. Cool, moan. Oh, stöhn. Moan, moan, moan. Ey, das ist hier ein riesen Puff. Tschüss, Alex. Alex, heißt okay, sie. Alex, okay. Bevor es losgeht, solltest du dir ein paar Medikits und etwas Munition holen und dir nochmal auf der Karte ansehen, wo es lang geht. Im Wagen befindet sich hinten ein Moonbehälter, falls dir das hilft. Okay, ich check die Karte jetzt. Klar, vor allem, weil das Licht mich nervt. Ich glaub, der nächsten Basis, dass du unterwegs bist. Was steht da oben? Look, Lighthouse Point. Die Karte ist veraltet, aber der Weg nach Nova Prospect ist noch zu sehen. Die Straße jedoch, naja, kein Kontakt mehr mit ein paar Außenposten. Okay, das ist jetzt Highway 17 wahrscheinlich. Küste an NLO. Okay, hier gibt's viel Medipacks, wie der Typ mir versprochen hat. Sehr viel Medipacks, egal. Küste an NLO. Exit. Oh, geil. Hallo, Dr. Freeman. Der Wagen steht bereit. Okay, danke schön. Boah, es steig ist eine ein, Schnitte. Dann lass ich dich runter zum Strand. Okay, steigen wir ein und erleben das war einzig wahre. Gut, geht doch. Okay, ich habe eine Kanone. Ja, anscheinend schon. Da vorne ist sie. Ja, jetzt werde ich von der Verschrottungseinheit. Schiff, Turbo, Space, Handbremse. Okay. Oh Gott, das wird abenteuerlich. Lässt du mich fallen, wetten? Das machen sie immer, die coolen. Mist, der Magnet versagt. Festhalten! Guck, sag ich tut doch. Tut mir leid. Ey, wollt ihr mich verarschen? Ey, das gibt's doch nicht. Das schmeißt die Olle nicht. Die schmeißt mich einfach, nur weil dieser Drecks-Elektromagnet nicht geht. Schmeiße mich nach unten. Stell den Wagen hin und hau schnell ab. Ja, wie soll ich ihn hinstellen? Ja. Nein, nein. Okay. Rein und weg, rein und weg, stell rein und weg. Stell den Wagen hin und hau schnell ab. Ja, ach nee, was ist gedacht? Ich bleibe jetzt hier. Okay. Wir haben noch 55 Leben. Es könnte ja so viel besser aussehen. Wir dürfen nicht über... Oh Gott, ey, die schlüpfen, die Viecher. Da hast du recht. F6, ich glaube, wir fahren im Kreis. Wir ignorieren die Viecher. Okay, wir fahren im Kreis. Eindeutig. Wir müssen irgendwie anders sein. Hey, so sieht man sich wieder, du Magnet. Okay. Wir fahren über sie drüber. Blätsch, das ist am besten. Okay. Hier geht's weiter anscheinend. Noch mehr von hier. Jetzt können sie sogar springen. Das ist Highway 17. Das ist eher gesagt der Highway to Hell hier. The Highway to Hell. Schiff Turbo. Okay, dann kann man...
Okay, okay, okay. Ich glaube, das habe ich sogar schon mal gesehen, diesen Highway to Hell. Okay, hier geht's nicht weiter, nach oben. Diesen Highway habe ich schon einmal gesehen. Ich weiß nicht wo, aber in irgendeinem Let's Play Server habe ich mir auch schon mal angeschaut. Können wir hier durch? Och nee, ey, oder? Oh, oh, ich hab... Nein, das Licht am Ende des Tunnels. Daten werden geladen, Leute, wir müssen aufhören, die Zeit ist rum. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit diesem Part. Hoffentlich hattet ihr den Spaß. Wenn nicht, dann hagelt es wieder schlechte Bewertungen und schlechte Kommentare. Und ich schneide raus. Ciao.